Sonne aufgeht, ein neuer Tag, ein neues Licht. Ich lass alles hinter mir, was war, ein Neustart, ein neues Gesicht. Liebe Freunde vom Weltdachler, wie geht es euch? Heute gehen wir zu Besuch, besser gesagt, ein Freund ist gekommen aus Deutschland, aus Mannheim. Und er ist jetzt hier einquartiert im Hotel im Zentrum von Sisaket. Und ja, jetzt gehen wir ihn mal treffen und dann schauen wir mal, was da so heute passiert. Also, willkommen zurück hier in Weltdachler in Thailand. Die Straßen sind bunt, die Menschen auch. Ein Lächeln hier, ein fremdes Land. In jedem Tempel, jeder Stadt find ich die Ruhe, die mir so bekannt. Die Wellen rauschen, der Wind erzählt von Abenteuern, die ich noch nicht kenn. Ein neues Kapitel, ein offenes Buch. Das Leben zeigt mir seinen tiefen Sinn. Ich atme ein. Die Vergangenheit verblasst im Licht, die Zukunft strahlt ein helles Bild. Mit jedem Schritt, den ich hier tu, fühl ich, wie das Leben mir vertraut. Ein Sonnenuntergang. So, angekommen beim Bunziri Boutique Hotel. Das klingt ja wieder nach 5 Sternen oder sowas. Ist ein, ja, so ein 3-Stern-Hotel. Mit Boutique Hotel hat es eigentlich wenig zu tun, aber ich war auch schon hier. Ja, sind ganz, ganz einfache Zimmer. Das Gute hier von diesem Hotel ist, dass es mitten in der Stadt ist und du bist wirklich sehr zentral gelegen. Also gehen wir mal rein. Ja, wer ist denn da? So, jetzt sehen wir mal hier in Sisaket und schauen uns eine Wohnung an, damit ihr auch eine Idee habt, was das kosten könnte. Die kann man monateweise mieten. One month, 5,000. Yeah. Yeah. Das ist schön. Das ist super. Das ist cooking. Oh, yeah. 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 Küche. Müsst ihr Möbel reinstellen? Ja, ja. Ich sag ja, oder? Die sind bezugsbereit und sie sind wirklich gut gelegen. Wow. Wenn die Stufen raufgehen, dann heißt der Preis wird auch raufgehen. Also jetzt gehen wir mal eine Wohnung anschauen für 8000 Baht. Komplett neu. Ein bisschen größer, ah, die hat sogar ein kleiner Wohnzimmer. Ist unterteilt. Also die ist, das ist eine große Nummer. Kleines Badzimmer und was ist hier? Hier geht es nochmal. Ah, so ein Waschbecken und so, hä? Ja. Ah, super gemacht. Super. Also die ist
Und hat auch AC? Ja, two. Ah, okay. Ja, gut. Kühlschrank ist bei. Ja, Kühlschrank. Das ist sehr schön. Wunderbar. Hat also zwei Badzimmer? Ja, zwei Badezimmer. Ja. Zwei Bade, perfekt. Perfekt, ja. Ja. Okay. Wow. Ja, 4.000. Okay. Gehen wir 4.000. Schauen mal die 4.000er Wohnung an. Ja. Also jede Wohnung hat seinen eigenen Wasserzähler und Stromzähler. Und das ist jetzt 4.000. Was? Mini-Size. Ohne Sleeping, hä? Ja, ja, ja. 8.000 ist super. Würde man eher liegen. Hä? 8.000, weil es ist doch ein Euro, nicht viel, oder? Ja. Ja. 8.000 Baht ist wirklich die beste. Also, ich meine, oder? Das ist jetzt gut für Studenten oder sowas, oder? Das ist so zwischen 400 und 500 Euro im Monat. Ah, okay. Außenküche. Ja, ja, ja. Gut? Gut, ja. Deposit? Ja, Deposit. Room 5000, Deposit 8000 Baht. Ah, okay. Ja. Ah, okay, für die. Okay. Total, Room 5000, total 1. Ah, okay. 13.000 im nächsten Monat. Das heißt, 5.000 ist das Deposit. Wasserzähler, Stromzähler separat. 8.000 Baht kostet die große Wohnung. Die war wirklich super. Und sie ist total neu. Du hast auch Klimaanlage. Sauber. Gut gepflegt. Was will man mehr? Und hier noch Waschmaschine für 40 Baht. 40 Baht, not 4000. Und also auch Waschmöglichkeiten. Du bist hier mitten im Zentrum von Sisaket. Und der Coffee Shop gehört auch dem. Yeah. I will go now. Yeah. Ja. Thank you. Okay. Und es geht weiter. So, Erkunden von Sisaket. Downtown. Gibt's denn hier? So, hier ist ein anderer Coffee Shop, den ich mal besuchen möchte, in diesen Pflanzen. Ja, es gibt schon noch einiges zu sehen hier in Sisaket. Sieht doch geil aus. Ein kleiner Coffee Shop hier. Ganz hübsch gemacht. Straßenrestaurant. 139 Baht. Wahnsinn. Also ein typisches Beispiel auch hier in Sisaket, wenn man jetzt so eine Wohnung nimmt für 8000 Baht. Was kannst du noch hier ausgeben an Auslagen? Ja, Essen, Elektrizität, Wasser. Du kommst vielleicht auf 20, 25.000 Baht. Dann hast du vielleicht noch die Krankenversicherung, wenn du die hast oder nicht. Viele haben die ja nicht. Ja, und das war's dann an Kosten. Du hast ein super Leben. Neues Restaurant habe ich entdeckt hier in Sisaket. Mal schauen, wie das hier ist. Hä? Ah, der sieht gut aus. Hä? Ja, diese da. Schön gemacht, ja.
50.500. Da kommen die Kampfmaschinen. Also ich sag's mal so, im ersten Monat hast du eine höhere Ausgabenposten wegen der Deposit, der Kaution. Eben, da kostet ja die Wohnung 8.000 plus 5.000. Dann brauchst du vielleicht ein wenig Geschirr, ein wenig Handtücher und so. Vielleicht sagen wir mal im ersten Monat so 25.000 nur um zu wohnen. Also für die Wohnung, damit die eingerichtet ist, voll. Aber danach bist du frei. Dann bezahlst du 8.000 Baht für die Wohnung und ein bisschen Strom und Wasser. Und du hast ein freies Leben für 200, 250 Euro pro Monat. So, zu Hause angekommen, wieder. Ja, die Story von Lutz ist interessant, weil er hat eigentlich das Best-Case-Szenario für jemanden, der sein Leben komplett umstellen möchte. Und zwar, er hat einen Job, einen sehr guten Job bei einer guten Firma, die ihn international einsetzt. Das heißt, für ihn spielt es keine Rolle, wo er wohnt. Er kann aber natürlich daraus das Beste machen, weil eben er hat einen europäischen Lohn und kann hier sozusagen wenn er nicht arbeitet, seine Resttage verbringen, und somit kann er wirklich beides, das Beste von beiden ausschöpfen. Das ist eine super Lösung, wirklich. Es ist natürlich selten so, dass jemand so eine Möglichkeit hat, aber so wie ihr seht, es gibt sie. Und es gibt auch Leute, die gerne nach Sisaket kommen möchten, seht ihr? Es ist also nicht so, dass wir hier unbedingt in der letzten Pampa leben, in irgendwo. Es gibt einige, eben die kommen jetzt, jetzt ist Lutz hier, nachher kommen nochmal zwei oder drei, haben sich schon bereits angemeldet, möchten ein bisschen Sisaket besser kennenlernen, dank meinen Videos. Und somit habe ich etwas beigetragen zur Volkswirtschaft von Sisaket. Genau. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!